Manchmal kriege ich die Gedanken gar nicht frei. Da ist es einfach aushalten und weitermachen. Wenn ich gestresst bin, bin ich noch hektischer als normal. Stau ist ein ganz, ganz großes Problem für mich. Wenn viel Verkehr ist, da bin ich schon ziemlich gestresst. Man steht, die Kinder wollen irgendwas, sie schreien. Das Gehör ist schon manchmal starken Lärmpegel ausgesetzt in der Klasse selber. Stress hat man, wenn man Beratungen hat, bei denen man mit dem Opfer mitlebt. In der Freiwilligen Feuerwehr hast du deinen Pieper, der kann jederzeit losgehen. Und dann musst du alles liegen und stehen lassen. Patienten, die nicht zuhören, das sind Dinge, die mich am meisten stressen. Ich war natürlich überrascht, ich wusste ja nicht, was kommt. Ich habe da einfach mal angefangen, irgendwie diesen Controller zu bewegen und nach hat sich dann mehr offenbart. Besonders gut hat mir gefallen die Bewegung von den Lichtern. Die hatten irgendwie was sehr Beruhigendes. Dass man mit dieser Fackel spielen konnte und auch verschiedene Formen damit zeichnen konnte. Und wenn man dann gemeint hat, nö, jetzt reicht es mir sozusagen, jetzt will ich eher die Landschaft genießen, dann konnte man auch in die Ferne schauen. Also ich war wirklich so dadurch in so einer eigenen Welt. Auch die Musik im Hintergrund war irgendwie, das war so beruhigend, sag ich mal. Am besten an dem Spiel hat mir gefallen das Ende, als dann die Schmetterlinge aufgestiegen sind. Absolut entspannend, entschleunigend. Ich glaube, dass das tatsächlich eine Wirkung auf jemanden haben kann, der jetzt gestresst nach Hause kommt. Wenn jemand so einen dauerhaften und tiefen Stress hat, dann ist dieses Spiel eher Ablenkung. Aber gerade für so oberflächlichen Stress finde ich das Spiel eigentlich ganz angenehm. Ich fand es auch schön, wie man einfach drumherum alles abschalten konnte. Und man ist einfach viel entspannter. Sehr gut. Absolut. Also es war auch so an dem heutigen Tag wirklich so ein Highlight. Ein angenehmes Highlight. Also sehr, sehr gut. Ich denke, für jeden einzelnen Abend zu Hause zum Runterkommen definitiv was Gutes. Einfach mal die Seele freikriegen, ja.